Yu-Gi-Oh! Willkommen zu einer weiteren Folge Duologie. Thema der heutigen Vorlesung, das Ameisendeck, wie ich es gerne nenne. ANTS, also Artifacts, Neklotz oder Nekrotz, wie es jetzt heißt. Es ist so ein Rotz, dieser Name. Trap Tricks und Shadow. Ja, super schräge Kombination, aber wie man ja bereits gesehen hat, funzt es aus irgendeinem Grund. Ja, das ist jetzt unsere Version. Also die Idee ist nicht von uns, aber wir haben an dem Deck halt rumgeschraubt. Haben wir ja bereits in der entsprechenden Folge gesagt, die am Mittwoch kam. Ja. Also erste Karte, Shadow Beast. Ja, ganz einfach. Zum Karten ziehen halt. Artifact Sense oder Scythe, je nachdem, ob man es komplett Englisch machen will oder auf Deutsch. Erstmal typisch für alle Artefakte, kommt sie von der Zauberfallenkartenzone, wenn sie dort im gegnerischen Zug zerstört wird und wenn sie im gegnerischen Zug irgendwie gespecialt wird, kann der Gegner für den Rest des Zuges nichts mehr aus dem Extra-Deck specialen. Was natürlich auch Pendelbeschwörungen vom Extra-Deck mit einbezieht. Aber dann, reguläre Spezialbeschwörungen von Hand oder Deck gehen noch. Dann die Karte, die so minimal dann Moraltech, was halt so minimal limitiert wurde. Wo ich aber sagen muss, ganz ehrlich, in diesem Deck stört es nicht mal so sehr, weil die aktuelle Meta, in der aktuellen Meta kratzt es die meisten Karten so ja sowieso nicht mehr, wenn sie zerstört werden. Da ist der Effekt der Sense wesentlich effektiver. Nerviger. Ja. Und Moral Tech, ja, zerschießt halt eine Karte, wenn es kommt. Schattenpuppe Skuamata. Dieser Name. Ja, kann halt entweder das Millen um eine Karte erweitern oder halt, wenn sie geflippt wird, ein Monster auf dem Feld zerstören. Ja, Trap Tricks Marmaleo ja, sucht halt eine Fallgrube raus. Wenn sie normal beschworen wird, wenn sie gespecialt wird, dann kann man eine Zauberfallenkarte vom Gegner zerschießen. Manju der 10.000 Hände sucht Ritual Monster und Ritual Zauberkarten raus, wenn er normal oder flipp beschworen wird. Ja, Eagle sucht, wenn er geflippt wird, eine Shadow, Zauber oder Falle raus. Wenn er auf den Friedhof gelegt wird, sucht er ein Shadow-Monster raus. Außer sich selber. Was gar nicht geht, weil in diesem Deck eh nur ein Eagle drin ist. Schritt, Nutzer der Nekrotz, kann als das vollständige Tributmaterial für ein beliebiges Nekrotz-Ritualmonster benutzt werden. Ich sehe jetzt gerade, dass er im Griff seines Schwertes den Exospiegel hat. Wie auch immer. Außerdem, wenn das Tribut angeboten wird, kann man der Hand ein Nekrotz-Monster vom Typ Krieger vom Deck auf die Hand nehmen. Und das geht allerdings nur einmal pro Zug. Ja, dann Shadow Falke. Wenn er geflippt wird, sucht er einen Shadow-Viech aus dem Friedhof und beschwört es als Spezialbeschwörung in verdeckte Verteilungsposition. Wenn er auf den Friedhof gelegt wird, beschwört er sich selber auf die gleiche Art. Nekrotz Entscheidungspanzer kann abgeschmissen werden, um ein angewandt Monster. Im Kartentext steht angewandt. Mhm. Um 1000 Attack und Death zu buffen. Und solange er auf dem Feld ist, kann er einmal pro Zug eine verdeckte Fallenkarte zerstören und dann verbannen. Verdeckte Karte, sorry. Geht Monster oder. Aber wichtig ist halt, vor der Verbannung zerstört er. Das heißt, Effekte, die nur auf die Zerstörung gehen, werden trotzdem getriggert. Von Monster natürlich nur. Bei Fallen gibt es da nicht so viele. Ja, dann Nekrotz von Trishula. Wenn der, also der kann abgeworfen werden, um einen Effekt zu annullieren, der ein angewandt Monster targetet. Wohlgemerkt, der annulliert nur. Und wenn er gespecialt wird, dann wählt man eine Karte vom Feld des Gegners, eine Karte aus seinem Friedhof und eine Karte aus seiner Hand und verbannt alle drei. Wichtig ist, muss sich an allen drei Positionen auch eine Karte befinden, sonst passiert gar nichts. Ja, sowas kann sowohl beim Friedhof als auch beim Feld problematisch werden und bei der Hand halt manchmal auch. Also immer aufpassen, dass überall eine Karte ist. Ja. Brionak kann einmal pro Zug zwei aus dem Extra-Deck spezial beschworene Monster in selbiges zurückmischen. Kommt so gut wie nie vor. Primär wird er abgeschmissen, um ein anderes Ritualmonster rauszusuchen. Ja, Unicorn wird abgeschmissen, um eine Nekrotz-Karte vom Friedhof wieder auf die Hand zurückzunehmen. Also ein Monster oder eine Ritualkarte. Ansonsten hat sie den Effekt, wenn sie auf dem Feld liegt,
werden die Effekte von allen offenen Monstern, die als Spezialbeschwörung aus dem Extra-Deck beschworen wurden, annulliert. Klausulas kann als Schnelleffekt einmal pro Zug ein Monster sämtlicher Attack- und Fähigkeiten berauben, wenn es als Spezialbeschwörung aus dem Extra-Deck beschworen wurde. Ansonsten kann man ihn ablegen, um eine Ritual-Zauberkarte vom Deck auf die Hand nehmen. Also eigentlich eine Ahngewandt-Zauberfallenkarte, aber hier sind nur Ritualkarten von denen drin. Und alle Ritualkarten, die drin sind, sind von denen, also kommt es im Endeffekt das Gleiche raus. Ja, dann Verstärkung für die Armee ist halt dazu da, um Schritt und Klausulas rauszusuchen, weil andere Krieger sind hier nicht drin. Wer sich erinnert, 5 Karten rechtfertigen 3-mal Verstärkung, also... Schattenpuppenfusion, ja, ist halt wie... Ja, die kennt man die Karte. Ist halt für die Schattenmarionetten-Engine drin und dafür tut sie ihren Job ganz gut. Ja, für euch das Begräbnis, um halt mal eine Karte zu millen. Der Exospiegel. Kennt man ja eine ganz normale Ritualkarte. Die ich jetzt deswegen auch nicht genau vorlese, weil bei Ritualkarten ist immer der gleiche Effekt. Sie hat aber noch den Zusatzeffekt, falls man keine Monster kontrolliert, kann man den Exospiegel und ein Ahngewandt-Monster vom Friedhof verbannen, um eine weitere Ahngewandt-Karte, Zauberkarte rauszusuchen. Dann der Kaleidospiegel hat als zweiten Effekt denselben wie der Exospiegel. Als Ritualeffekt sorgt er dafür, dass als Tribut für die beschworenen Monster auch ein Monster derselben Stufe aus dem Extra-Deck als Tribut angeboten werden kann. Dann Zeitraumfallgrube ist jetzt irgendwie neu in die Meta gekommen, wird halt rausgesucht mit Marmeleo und hat den Effekt, wenn der Gegner ein oder mehr Monster als Spezialbeschwörung von Hand oder Extra-Deck beschwört. Das ist doch wohl nicht etwa gegen Clifford gerichtet. Kann man das oder die Monster ins Deck zurückmischen und dann verliert man aber für jedes zurückgelegte Monster 1000 Life Points. Ist halt, um einen Zug mal auszukontern und danach den Kill rauszuhauen, weil einfach nur als Control-Karte tut's das leider nicht so. Artefakt-Heiligtum holt halt ein Artefakt aus dem Deck und wenn es zerstört wird, zerlegt es eine Karte auf dem Feld. Die Karte kennt man. Ja, und dann noch Zwangs-Eva, weil stärkste der Staples und für mehr war nicht Platz. Im Extra-Deck ist einmal L-Schattenpuppe Shikinaga. Seit die Superpoli nicht mehr so drin ist, ist deswegen auch kein Christia hier drin, weil hier ist kein Feuermonster drin. Wir haben halt Mirmeleo für die Erde-Engine und dafür tut halt die Shikinaga ihren Zweck, indem sie mit 3000 Dev wie eine Wand rumsteht und halt sämtliche Monstereffekte verhindert. Von spezial beschworenen Monstern, aber das sind meistens die gefährlichsten. Ja, Konstrukt und Winder, sage ich jetzt mal nichts extra zu, kennt man. Ne, Winder erlaubt halt nur eine Spezialbeschwörung pro Zug und Konstrukt zerlegt alles, was spezial beschworen wurde. Und ja. Schwarzer Rosendrache ist halt die totale Field Nuke. Ja, Goliwächter kennt man. Ist halt immer die Frage, Goliwächter oder HTSL Psy-Mod. Da das hier aber kein reines Metadeck ist, würde ich mal sagen, geht der Goliwächter schon in Ordnung, weil gegen die Standarddecks, die so auf Death Pro im Unranked umeinander laufen, ist der Goliwächter doch besser als der HTSL-Psy-Mod. Herold des Bogenlichts, halt wegen noch dem netten Nebeneffekt, dass er Ritualmonster-Ritualzauberkarten vom Deck raussuchen kann. Mal man auf den mit diesem Deck hier gar nicht kommt, also den kann man gar nicht beschwören, den kann man nur durch den Kaleidospiegel auf den Friedhof legen. Richtig, und dann, wenn er halt auf den Friedhof gelegt wird, kann man noch eine Karte raussuchen. Ihr merkt schon, die sind keine Stufe 4er drin, außer halt nicht Stufe 4er, keine Stufe 2er drin, mit denen der Falco auf den gehen könnte. Er ist halt wirklich gedacht, um geopfert werden für den Kaleidospiegel und dann halt raussuchen. Genauso wie mit Klausulas. Dann, Tiras ist halt als einziges 5er drin, weil wir haben immerhin 4 Stufe 5er und dann dachten wir, müssen wir da irgendein Xyz-Monster mit reinpacken. Plejaden war uns aber zu risikoreich, falls eben doch mal nicht 2 Artefakte, sondern eben das Biest auch noch da ist, weil Plejaden braucht ja Lichtmonster. Deswegen haben wir uns für Tiras entschieden. Das ist aber noch, in der Testphase. Also wenn wir wirklich merken, man kommt sehr, sehr gut auf 2 Artefakte, die gleichzeitig rumliegen, dann tun wir vielleicht auch den Plejaden rein, weil wir machen uns da nichts vor, Plejadens Effekt ist besser als der von Tiras.
Ganz andere Kategorie ist der finstere Rebellion Xyzdrache, der über alles, was getargetet werden kann, drüber rennen kann. Ja, dann 101, Castle, Xyz, Cowboy, da sage ich mal nichts zu, das sind Staples. Zur Taktik des Decks. An sich supporten sich die Engines wenig bis nicht. Primär läuft jede Engine für sich einzeln eigentlich ab, ohne sich dabei gegenseitig im Weg zu stehen und witzigerweise trotzdem ohne dem Deck Consistency zu nehmen. Zur Spielweise des Decks. Naja, ihr seht schon. Wir haben hier einmal aus der Artefakt-Ecke die Sense, die Spezialbeschwörung aus dem Extra-Deck verhindert. Wir haben die aus der Fallensteller-Ecke die Zeitraumfallgrube, die ohne 100 Spezialbeschwörung aus dem Extra-Deck entgegenwirkt. Nekrot sowieso total gegen Spezialbeschwörung aus dem Extra-Deck und die Schattenpuppen, ja, wenn die halt die Fusion draußen haben wollen, die auch sowas, was aus dem Extra-Deck spezialbeschworen wurde. Also ihr merkt schon, das hier ist, diese Kombination hier ist heftigstes Antimeter. Ja. Weil halt im Meta gibt es kein Deck, das ohne Extra-Deck arbeitet. Clifford arbeitet auch mit Extra-Deck, wenn es leer ist, weil die ja halt erstmal da landen und dann wieder herkommen. Und auch außerhalb des Metas gibt es kaum Themen, die ohne Extra-Deck arbeiten. Ja, also im Prinzip baut das Deck mehr oder weniger darauf, dass man, egal was der Gegner macht, mehr als eine Reaktionsmöglichkeit hat. Eben durch diese ganzen Themen hat man eben meistens mehr als nur eine Reaktionsmöglichkeit und kann dann halt immer die optimale auswählen. Also es ist schon mehr ein reaktives als ein aktives Deck. Vergleicht es mit dem Priest aus Hearthstone. Nur halt vielseitiger. Ja. Um dann halt doch mal, also ja, man reagiert eigentlich auf das, was der Gegner macht, kontrolliert es ihm weg und haut dann irgendwann halt mal den Trischüler und den Entscheidungspanzer raus und dann, voll rein zu donnern. Schwäche des Decks, es ist nicht sehr viel Aktion drin, außer halt solche Karten wie Entscheidungspanzer und Trischula. Muss man eigentlich meistens wirklich drauf warten, dass der Gegner was macht. Ja, zum Beispiel die Fusion ist immer doof, wenn der Gegner da nichts aus dem Extra-Deck hat. Also wenn das Deck was hat, dann ist die natürlich geil, weil man sich dann was aus dem Deck raussuchen kann. Aber ansonsten kann die manchmal tot auf der Hand eine Weile rumliegen, weil das da viele Schattenpuppen im Deck sind. Kann eigenständig handeln, aber es ist halt wirklich sehr, sehr erst wirklich stark, wenn der Gegner was ausfährt. Ja. Gut. Damit wird dann auch die heutige Vorlesung beendet. Wie immer werde ich euch nicht auffordern, einen Daumen nach oben zu geben. Ansonsten Deckwünsche in die Comments und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao. I'm not going to be able to do that.